nochmal eine weitere Beispielmission rausgesucht. Und zwar wird das Ganze eine, ja, ICC Assistance Mission sein. Und zwar ist das Imperiale Kartografiezentrum, hat uns angesprochen oder beziehungsweise eine allgemeine Ausschreibung gemacht. Und zwar ein nicht identifiziertes Signal und es möchte gerne Hilfe von Schiffen aus der Umgebung dafür haben. Und da sollen wir uns melden am ICC Scan Probe. Das ist eine Station, die hier im All schwebt und da werden wir uns jetzt mal hinmachen. Ich muss mal gucken, wo ich raus muss zu meinem Schiff. Ich glaube hier hinten. Try ist auch noch hier, aber er ist gerade nicht mit mir im Channel, weil man die Mission leider nicht im Koop machen kann. Problem ist nur, also wenn man die macht und mehrere Leute in dieses System reinkommen, dann spawnen nicht für jeden Spieler zwei, oder beziehungsweise doch, dann spawnen quasi für jeden Spieler zwei Piraten, anstatt dass das einfach dann so bleibt. Also das skaliert dann im Moment. Das kann teilweise zu sehr, sehr unangenehmen Situationen führen. Besonders da die KI noch nicht sonderlich gut im Fliegen ist und uns teilweise einfach wegcrasht. Ich hoffe, dass mir das gleich nicht passiert. So. Landing complete. Hab mich in meine 325A geschwungen. Und dann gehen wir jetzt erstmal uns melden bei der Station. Alert. Systems overheating. Das ist irgendwie noch ein kleiner Bug. Jedes Mal, wenn ich am Anfang in mein Schiff einsteige, ist meine Temperatur fehlerhaft, mehr oder weniger. Landing gear raised. Also ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob es ein Tension ist. So, wir springen einfach mal zur ICC Probe und haben was Gute da, um uns da zu erzählen. Ne? Contact. Reporting in. I'm the eyes behind all the ICC scan probes in the area. What these little guys see, I see. Which, yes, means I can totally see you. Right now. Anyway, there was actually a reason to why I commed. I'm sort of not allowed to leave my post. Important jump point scanning and all. So, I was hoping you might be able to help me with something. If you have a second, could you check out these coordinates? Scans are saying something's there, but can't ID it. So, ja, sie hat uns die Mission gegeben, dass wir eben Punkte auskundschaften sollen für sie. Und sie kann ihren Posten nicht verlassen, weil das halt sehr wichtig ist, was sie hier macht. Und sie ist halt auch nur einen, ja, quasi den niedrigsten Rang im Imperial Cartographer Service. Second Class Junior Cartographer. So viel niedriger geht's, glaube ich, nicht mehr. Das heißt, wir tun ihr mal den Gefallen, das ist auch verdammt gut bezahlt, weil es gibt 2500 Credits, dass wir dieses unbekannte Signal für uns, sich für sie uns mal anschauen. Und da können wir auch die 325A zum ersten Mal in Combat erleben. Ich glaube, ich kann ein bisschen umgehen mit dem Ding. Die ganzen ICC-Missionen finden eben in so einem Asteroidenfeld statt. Also gibt es mehrere, ich glaube 8 Stück insgesamt. Und da hinten sehen wir schon dieses kleine rote pulsierende Licht, links neben meinem Fadenkreuz momentan. Und da müssen wir hin. Und wenn wir das erreichen, oder kurz davor wir das erreichen, werden Piraten in das System springen oder sich da enttarnen. Gegen die werden wir uns einen Raumkampf liefern. Ich hoffe erfolgreich, werden wir sehen. Ich bin voll bewaffnet momentan, habe alle meine Raketen, ich habe meine Laser, ich habe mein Mast Driver, also mein Geschütz. Und bin eigentlich somit voll ausgerüstet. So, da vorne blinkt das rot und jetzt müsste es gleich soweit sein. Nehmen wir Speed raus. Aus dem Cruise Mode. Contact. Da sind wir schon dabei. Contact. Scan initiated. You still can. So, da sind die Piraten am Start. You will take your jobs a lot more seriously.
Stone Shield under attack. Refreshing shields. Bitte aufschalten. Achieved missile lock. Abschießen. Refreshing shields. Achieved missile lock. Mein Laser und mein. Meiner Cannon wird sich zerstören. Alert. Systems overheating. Jetzt seht ihr auch mal diesen Vorhalte-Trick da eingeschaltet, in dem ich die ganze Zeit ohne den gespielt. Was natürlich nicht unbedingt einfacher gemacht hat. Alert. Systems overheating. Muss ich try nochmal sagen, falls er das bisher nicht aktiviert hatte. Alert. Systems overheating. Ich kann jetzt das Schiff mal treffen von meinem Gegner. Ich finde einfach momentan negativ, also eigentlich wert mehr oder weniger. Alert. Ich strafe dabei nur nach rechts. So die KI kommt dann nicht so wirklich klar, kann ich ja nicht treffen. Alert. Systems overheating. You've messed up now, Skev. Alert. Systems overheating. Man sieht es nicht ganz so einfach so zu treffen. Core shield under attack. Alert. Systems overheating. Und meine Waffensysteme überhitzen halt sehr, sehr, sehr schnell. Das muss ich auch dazu sagen. Kurz warten, bis die ein bisschen abkühlen. Nest Driver, ich weiß nicht, ob das der richtige Vollkopf für den Nest Driver ist. Ich glaube halt nicht. So. Ein bisschen Verfolgung aufnehmen. Wie gesagt, dass ich nicht in den Rhein crashe, aber das passiert sehr, sehr, sehr gerne, leider. Wenn ich mal treffen kann, wäre das halt ziemlich super. Okay, jetzt schieße ich ja nochmal eine Rakete ab. Das kleine Dreieck, was da im Spin ist, ist die Rakete, die ihn jetzt verfolgt. Die ihn auch getroffen hat, aber leider nicht zerstört hat. Ich lande schon Hits auf ihm. Alert. Systems overheating. Schießen wir noch eine Rakete. Es ist momentan echt noch nicht so einfach, oder für mich noch nicht so einfach, die Ziele auch zu treffen tatsächlich, die ich anvisiert habe. Achieved missile lock. Weil das ein bisschen vorhalten. Contact. Schwierig ist. Contact. Scan initiated. Jetzt muss ich noch ein zweiter ins System kommen, als es am Spin. Okay, jetzt haben wir mit dem Laser erwischt am Ende noch. Hat also wunderbar funktioniert. Muss ich mal kurz orientieren, wo da drüben ist das rote Licht. Da wollen wir jetzt mal drauf zufliegen. Bevor eben der andere hier im System ist. Contact. Contact. Weil der jetzt nämlich auch seine Piraten hier reinholt. Contact. Das werde ich jetzt mal ihm überlassen. So. Hier vorne blinkt eben das rote Licht. Ich muss uns hier nicht in den Androiden hier stürzen. Asteroiden, kein Android. Ja, scheint ein zerstörtes Schiff zu sein, was hier am Start ist. Alert. Systems overheating. Contact. Da kann man schon mal gerade einen kleinen Überblick gewinnen, wie so eine Raumschlacht abläuft, wenn man natürlich noch besser fliegen kann als ich im Moment. Ich bin, wie gesagt, spiele nicht so lange, 4-5 Stunden maximal jetzt. Wird das natürlich ein bisschen dynamischer aussehen, aber dies mit dem Strafen, diese Taktik hat sich einfach bewährt für uns. Also für Try und mich. Ich hoffe, ich glitsche nicht raus. Ich glitsche nicht raus, perfekt. Dass ich wirklich wieder normal einsteigen können, hoffentlich. So, und da gibt es eben eine Vielzahl von diesen Missionen. Mal finden. Da drüben blinkt das rot. Das ist quasi so ein Flugschreiber, den wir jetzt recovern. Das Blöde ist halt, dass man diese Mission nicht im Koop machen kann. Also man kann es halt schon mit mehreren machen, aber es zählt immer nur für einen und jeder muss quasi dieses Ding dann hier anwählen. Und es gibt noch eine andere Mission, wo man dann quasi ein ziviles Schiff retten muss.
Und das zählt auch immer nur für einen und nicht für beide, die das retten. Und dann müsste man das halt mehrere Male machen. Das ist ja echt ein bisschen blöd, deswegen ist Triad gerade nicht dabei. To those who find this, know that my journey has ended. It was finding my way here that made the path worth taking. I am glad that I can be part of your story too. Share it well. And safe travels. Ja, das klang nicht so gut mit Radiation und so. Also da hat sich scheinbar ein Schiff bei jemandem mehr oder weniger aufgelöst. Ja, da gibt es wie gesagt 8 verschiedene von diesen Audio-Messages. Und eben, dass man noch ein paar Leute kann man auch retten, eben wo man ein ziviles Schiff retten muss. Und ich werde jetzt wie gesagt nicht alle durchgehen, aber einfach mal so das hier eben als Beispiel geben. Auch wieder wie so eine Rettungsmission mehr oder weniger aussehen kann. Jetzt hoffe ich mal das Standbild. Ich hoffentlich irgendwie wieder heil in mein Schiff komme. Ah, Standbild vorbei. Okay, manchmal hat er das einfach. Keine Ahnung, was da gerade passiert in dem Moment. So, ich steige nochmal wieder in mein Schiff ein. Und dann hätte Tessa jetzt, wie gesagt, die Nachfolgemission für mich. Ja, das sind, geht immer, wie gesagt, immer so weiter. Also sie schickt mich dann immer in verschiedene Systeme. Und das Ganze wird extrem gut bezahlt mit 2500 Credits, die sie mir dann gibt. Und man muss jedes Mal quasi 2 Piraten pro Spieler abschießen, die in dem System sind oder die sich dem Ziel nähern. Und entweder ein ziviles Schiff retten oder eben so einen Flugschreiber sozusagen sich anhören. Und da gibt es jedes Mal eine kleine Geschichte. Alert. Systems overheating. Ja, das soll es gewesen sein. Etwas kürzere Folge heute, weil es einfach auch eine kürzere, schnelle Mission war und einfach alles ganz gut geklappt hat. Es passiert leider noch sehr, sehr häufig, dass die KI einfach stumpf in einen reinfliegt von frontal und dann eben nicht versucht auszuweichen. Deswegen ist dieses Strafen oder dieses Dauerstrafen einfach die sicherste Option. Deswegen habe ich das gemacht. Und damit soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal schon im Patch 2.5 wieder. Der sollte nämlich eigentlich nach der Gamescom oder während der Gamescom released werden. Heute ist Gamescom Freitag. Ich glaube, morgen ist das Star Citizen Panel und oder die Show, wenn man so will. Shields at full strength. Mal gucken, ob es danach dann oder währenddessen irgendwie schon rauskommt. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dann.